Hallo, ich bin Borja, der Mann hinter Dr. Allwissen. Was? Da ist jemand hinter mir? Im übertragenen Sinne. Und ich will ein bisschen mit euch darüber reden, was letzte Woche so passiert ist. Zum Beispiel in Kommentaren wie... Der Penis. Warum? Was hat YouTube an sich, dass es Leute immer wieder dazu verleitet, so etwas zu schreiben? Völlig ohne Zusammenhang. Ich meine, das machst du doch in deinem sonstigen Leben auch nicht. Und wie war dein Tag, Schatz? Der Penis. Schauen wir mal auf Twitter. Mag mal ein Video, in dem ich drin vorkomme und in dem du sagst, warum Dinosaurier so faszinierend auf Menschen wirken. Okay, aber nur, wenn du mir das mit absichtlich vielen Rechtschreibfehlern schreibst, in der Hoffnung, dass ich das dann ins Video nehme, um mich drüber lustig zu machen. Kannst du mal ein Video machen, warum man sterben könnte, nur um seinen Lieblings-YouTuber zu sehen? Oh, Annie, du solltest nicht sterben, um deinen Lieblings-YouTuber zu sehen. Das ist etwa so wie den Motor ausschalten, um rechts ranzufahren. Oder wie gebrauchte Einweghandschuhe verkaufen, direkt neben den ungebrauchten. Kein gutes Geschäftsmodell. Du solltest erst deine Lieblings-YouTuber treffen und dann sterben. Vor Langeweile. Denn wie schon Goethe sagte, Erfahrung ist fast immer die Parodie auf die Idee. Dieser Humor ist einfach zu gut. Ich glaube, wenn ich einen Tag mit Dr. Allwissen verbringen würde, würde ich sterben vor Lachen. Das ist zumindest schon mal die richtige Reihenfolge. Und ja, stimmt, du könntest mir zum Beispiel dabei zugucken, wie ich an meinem nächsten Video arbeite. Dieser Humor ist einfach zu gut. Aber mal ehrlich, wenn ich wirklich den ganzen Tag so wäre wie in meinen Videos, wäre es wohl Zeit, damit zum Arzt zu gehen. Vielleicht nicht unbedingt zu dieser Praxis für traditionelle chinesische Medizin, deren Logo vertrauenserweckenderweise exakt genauso aussieht wie das von dem Asia-Imbiss bei mir an der Ecke. Ja, ich hätte gerne einmal die ganzheitliche Pulsdiagnostik. Welche Nummer? Das ist die Nummer 8. Und dann die Nummer 22. 22a oder 22b? 22b, die Akupunktur mit Moxibustion. Okay, 30 Minuten. YouTuber jedenfalls sind vor der Kamera so, wie sie sind, weil sie versuchen, euch zu unterhalten. Das ist so wie früher als Kind dein Lieblingsonkel, der immer viel cooler und viel lustiger war als deine Eltern. Das lag daran, dass er dich auch nur alle paar Monate gesehen hat und wenn er dich gesehen hat, hat er versucht, dich zu unterhalten. Aber bei sich zu Hause in seiner Familie war der genauso langweilig wie deine Eltern. Und so sind auch die meisten YouTuber privat. Ungefähr genauso langweilig wie deine Eltern. Genau, mein Sohn, du hast überhaupt keinen Swag. Naja, vielleicht ein bisschen cooler. Mach mal ein Video über cool sein wollen. Cool sein wollen? Cool sein darf man nicht wollen. Entweder man ist cool oder eben nicht. Wenn du cool sein willst, bist du schon uncool. Mach mal ein Video über dich. Ein Video über mich? Das wäre ungefähr genauso wie das Video über cool sein. Wollen. Der Doktor ist ja gar nicht mehr in seinem Studio. Das stimmt, ich bin wieder zu Hause. Endlich wieder lustige Videos wie früher. Das Studio war nicht so gut. So schlecht war das Studio nicht, aber es war eben nicht von IKEA und ein bis vor kurzem noch unbekanntes Naturgesetz besagt eben, dass YouTuber nun mal vor IKEA-Möbeln stehen müssen. Warum ist IKEA so beliebt? Nun, IKEA greift jedes Jahr aktuelle Trends des Möbeldesigns auf und macht daraus möglichst massentaugliche Möbelstücke, die sie zu Preisen verkaufen, die fast jeder bezahlen kann, denn bei IKEA bezahlt man Möbel nur zur Hälfte mit Geld und zur anderen Hälfte mit Frustration. Ach, verdammt! Ich liebe es, wenn Dr. Allwissend am Ende des Videos nochmal einen Witz vom Anfang aufgreift. Übrigens, was ich noch erzählen wollte. Der Penis.